Aber das ist von meiner Tante väterlicher Seite. Der hat früher geschwungen. Also eigentlich nicht bloß verbombt. Der hat geschwungen früher. Der hat eigentlich Rams gehabt mit 17, aber hat er früher gehört. Aber sonst habe ich gar keine Schwingerblote mehr. Ich habe meinen Schulkollegen dort zumal, mit dem in die Schule. Das ist Reichler Renato, sein Bruder. Der ist gleich alt wie ich. Der hat mich da erst überredet. Also überredet. Er hat gefragt, das wäre jetzt etwas für mich, oder? Und noch selten kann ich auch schwingen. Und das hat mir auch vom ersten Tag an gepasst. Ich habe gemerkt, dass das das ist, was ich eigentlich will. Ja, ja es ist, ich sage, ich bin immer noch ein bisschen im Mittelfeld. Ich bin nicht schlankigst, klein, geringst oder grösst. Ich bin einfach so eine normale Postur. Und ja, ich habe hier meine Auszeichnungen gemacht, auch nicht immer. Ich war einfach so ein normaler, mittelmässiger Jungschwinger. Und gegen das Ende, also so 14, 15, habe ich die ersten Jungschwinger gewonnen. Und da sage ich jetzt halt, da war vielleicht die Technik ein bisschen ausschlaggebend. Du als Jungschwinger sage ich, hast noch nicht so auf das geschaut. Das ist mehr, als du zu den Aktiven gekommen bist, hast du wie soll ich sagen, es kam ein Hauptschwung, vielleicht der letzte oder der Hüfter. Und noch haben sie es alle gewusst. Hast du gemerkt, hey, hallo, wenn ich so weitermache, komme ich nicht weit. Oder? Ich muss vielseitiger werden. Oder? Und dann ist an der arbeiten und immer wieder einen Schwung gelernt. Und ja, so ist es eigentlich auch. Ja, sicher. Also ich sage sicher, unsere vom Mieterverband, so der Fonoi Dani oder der Uftmur Alex, sind sicher so Vorbild gewesen, dort zumal. Oder auch der Kündigedi war natürlich gut, als ich noch Jungschwinger war. Ist er aufgekommen, voll. Das sind schon so Vorbilder. Sagen jetzt auch Sauterheinz oder Grat Martin. Das sind auch, oder? Ja, sind schon Vorbilder hier, ja. Das muss ich gerade überlegen. Ja, es haben sich auch 8 Jungschwinger gewonnen. Und für mich war jeder ein Erfolg. Klar, ich sage, sicher schön war im Motital. Ich weiß nicht mehr genau, wann da in der Glarner Matte am Schluss gewonnen habe. Und der Glarner Matte war hier schon ein super Spitzenschwinger, einfach bei den Jungen. Oder? Und eigentlich so eine Art Übermensch. Oder? Und ich konnte dann auch am Schluss gewonnen. Und das war eigentlich ein schöner Erfolg dort. Anfänglich, wenn man die Auszeichnung nicht gemacht hat oder so, ist es noch so gegangen. Aber je älter du geworden bist, und ich sage, ich bin auch länger besser geworden. Und wenn man dort die Auszeichnung nicht gemacht hat, ich kann es jetzt nicht speziell sagen, wo. Und da habe ich, eben, das ist sicher das Ziel gewesen, immer die Auszeichnung zu machen. Oder? Und wenn man sie nicht gehabt hat, bist du einfach schon enttäuscht gewesen. Kommt vielleicht auch ein bisschen auf spezielle Gänge drauf ab. Ja, bei mir war es normal gewesen, es war sicher her gewesen, oder als junger 16-Jähriger gehst du langsam um den Ausgang. Aber das war für mich ein bisschen nebensächlich. Also ich bin gerne ausgegangen, wenn ich konnte. Oder? Ich sage jetzt erst kein Schwingfest gehabt. Nebst der Lehre noch. Und allem. Oder? Ja, klar, ich sage, das musst du dir erinnern haben, was du willst, Sportler sein. Und dann ziehst du es eben auch durch. Ich meine, es gibt viele, die springen ab. Ich sage, sei es wegen Ausgang oder Frau oder wegen der Lehre auch viel, oder? Weil sie sich auf das konzentrieren wollen. Ich sage, das ist ein Stück weit auch in Ordnung, wenn es wegen der Lehre ist. Oder? Ich meine, das ist wichtig fürs Leben und das soll auch so sein. Aber ich habe das Gefühl, man bringt alles unter einen Hut. Das geht. Wenn man will. Das ist so. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der beste Schüler in der Stifte. Oder? Ich hatte eigentlich ein bisschen Mühe gehabt. Ich bin aber gleich immer ins Training. Ich habe die Zeit genug zum Lehren, wenn es wichtig war. Das man muss halt ein bisschen vor und nach geben. Das ist klar, in den 3-4 Jahren, wo man die Lehre hat. Oder? Das ist klar. Für mich war das Ziel auch, die Lehre bestehen. Oder? Das ist klar. Aber im Hinterkopf immer, ich denke, hey, schwingen, das ist auch noch dranbleiben. Und das ist ja gegangen. Also, Jungschwinger, geht so los. Nein, ich wünsche euch natürlich allen viel Glück. Und ich hoffe, dass ihr alles unfallfrei könnt überstehen. Hey, fair schwingen, das ist das Ziel, finde ich, ist auch wichtig. Nicht, ja, unfaire Gänge, das ist nicht schön. Man muss ehrlich sein zu einem und ich wünsche allen viel Glück und gebt euch das Beste. Ja.